Wir gehen direkt rein in das Chancenfeuerwerk von Alemannia Aachen gegen Viktoria Rosport. Der vorletzte Test. Mergim Feysulau scheitert am Schlussmann. Hat lange Zeit gehabt, aber dann zu offensichtlich abgeschlossen. Auch danach Aachen mit dem nächsten Ball nach einem Eckball von Kühnel Plunke mit einem Aufsetzer. Aber auch den Ball kann der Torhüter entschärfen. Die Aachener stürmen Richtung gegnerisches Tor über die rechte Seite. Jesilova zielt zu ungenau. Dann darf auch mal Viktoria Rosport mit einem Freistoß. Marc Depta geht da doch sehr auf Nummer sicher, will nichts riskieren. Wir machen auf der anderen Seite wieder weiter. Aachen mit dem nächsten Ball von Feysulau. Kopfball von Suzuki und wieder ist der Ball nicht drin. Alemannia Aachen scheitert an Bürger, dem Schlussmann von Rosport. Das Scheibenschießen geht weiter. Diesmal darf es Jesilova aus der Entfernung machen. Ein Schuss, ein Strahl, kein Tor. Die Latte verhindert den Einschlag. Kurz vor der Pause Bodenkampf von Mergim Feysulau, der sich durchsetzen kann, den Ball weiterspitzelt auf die Füße von Bösing, der gut querspielt. Und am Ende ist es Azawagi, der sein drittes Tor für Alemannia Aachen in der Vorbereitung erzielen darf. Somit der beste Torjäger unter den Neuzugängen. Zweite Halbzeit, Befreiungsschlag aus der Defensive und ganz vorne läuft Jesilova. Auf und davon auf der linken Seite legt er sich den Ball sehr weit vor und scheitert wieder am Schlussmann. Das will heute nicht mehr klappen mit ihm. Aber Alemannia Aachen steckt nicht auf. Daniel Hammel ist hier der Mann, der die kuriose Szene in der Abwehr vom 9. der luxemburgischen ersten Liga ausnutzt. Viktoria Rosport zerlegt sich in dieser Szene selbst und das Schlitzohr hat einen Namen, Daniel Hammel. Die nächste Szene gehört auch Daniel Hammel, der immer fitter wirkt und sich die Chancen nahezu selbst erarbeitet. Aachens Trainer Fuad Kilic hat sich mal hingesetzt und sieht, dass am langen Pfosten Daniel Hammel komplett frei steht, der aber mal wieder den Meister in Bürger findet, den Schlussmann von Viktoria Rosport, der beste Mann bei den Gästen. Im Anschluss daran Ada Nebi, auch komplett frei im 16-Meter-Raum. Das unermüdliche Anlaufen von Alemannia Aachen will nicht aufhören. Toruna Riga, bisher ein Tor in der Vorbereitung, bekommt den Ball nicht im Netz unter. Das war aber noch nicht das Ende. Die letzte Chance sehen wir bei Alemannia Aachen über die rechte Seite. Da bekommt Ada Nebi den Ball und der macht ganz clever. Einfach drauf damit, der Ball ist drin. Es steht 3:0, Alemannia Aachen am Ende mit einem deutlichen Chancenplus, aber mit zu wenig Ertrag.